Grüß euch alle miteinander, herzlich willkommen bei Hör wie grillt. Heute machen wir eine Rindsrippen, also Short Ribs. Ein ganz gewöhnliches Beinfleisch, heute wieder mal was Günstiges. Und das machen wir nicht irgendwie, nein, in der Kombi wieder. Sowie und Blumentopf, sprich Monolith. Freunde, und so schaut das aus. Herrlich, sage ich euch. Wenn ihr wissen wollt, wie die gemacht wird, schaut zu, bleibt dran, das seht ihr jetzt. Unsere Short Ribs da oben haben wir ein Beinfleisch. Diesmal haben wir eine günstige Variante, nicht? Weil das da oben habe ich gesehen, das kostet ja Qualität, der kostet ja Geld. Das ist ein gewöhnliches Ding, das ist das billigste vom Rind. Und wir werden aber da auch was sehr Gutes zaubern. Ne? 1,7 Kilo von österreichischen Jungstier. Dann haben wir da einen Vakuumierbeutel, das werden wir einvakuumieren. Und dann ins Sous-Vide-Gerät, weil ich richtig sage, ja, Sous-Vide werden wir das machen. Ein Senf brauchen wir als Kleber. Ein bisschen Butter und unsere Gewürzmischung. Da ist drinnen ein Esslöffel Paprika, ein Esslöffel Zucker, ein Esslöffel Salz, ein Esslöffel geschrotteter Pfeffer, ein halber Esslöffel Knoblauch, ein halber Esslöffel Zwiebelgranulat und ein Teelöffel Rosmarin und ein Teelöffel Thymian. Und das war es eigentlich schon, mehr braucht es nicht sein. So, jetzt lesen wir da mal diese Silberhaut wie bei den Sperrrebs. Ja. Einfach mit dem Löffel reinfahren, das habe ich schon vorher gemacht. Und in einer Küchenrolle, ne? Ziehen wir das ab, so gut es geht. Ja, geht eigentlich wunderbar und ist schon geschehen. Ah, so. Jetzt werden wir da mal gleich ein bisschen Senf aufgeben. Ja, braucht nicht viel, nur dass uns der Rab besser haften bleibt. So, den mischen wir sie da jetzt durch. Wir kosten noch immer, ne? Passt, wunderbar. So, da auf der Rückseite braucht es nicht so viel. Das ist ja ziemlich grobes Fleisch. Darum werden wir das also wie machen. Vorher habe ich so ca. 15 Stunden und dann kommt es noch am Smoker. Wo wir es auch noch glasieren dann. Und zwar mit der Memphis Mob Sauce von der vorletzten Folge. Werden wir schauen, ob die zu Rind auch passt. Da ist noch recht viel Fett noch drauf, aber wir zeigen, das schmilzt alles schön weg. Kann man noch immer wegnehmen. Und das bleibt schön saftig. Und Fett ist Geschmacksträger. So, kommt das da oben drauf. Bisschen was noch. So, und würde sagen, das reicht jetzt. Schön andrücken. Zacki. Da gehen wir noch unser Butter drauf. Es sollte ja schön saftig bleiben. Und werden das jetzt verschließen. So, unsere Rippe ist einvakuumiert und kommt jetzt ins Wasserbad. Ja, unser Ripperle hat da Platz genommen in den Wasserbad. Gell? Wir werden das jetzt circa bei 68 Grad so schwache 16 Stunden drinnen lassen und wir sehen uns dann morgen am Smoker, weil dann kommt es im Blumentopf, sprich Monolith, und da werden wir es noch circa 2 Stunden smoken. Und glasieren mit unserem Memphis Mob. Bis morgen, pfiat euch! Ja Leute, nach 15 Stunden Sous-Vide bei 68 Grad Sous-Vide, also im Wasserbad, schaut das so aus. Und ich sage euch, ein Duftal kommt da raus, gigantisch! Wir werden das jetzt Ganze am Grill schmeißen, am Blumentopf, sprich Monolith. Wir werden das nochmal mit Mesquite räuchern und schauen, ob das auch so noch einen Rauchgeschmack annimmt. Normal sagt man immer, nur das rohe Fleisch nimmt Rauchgeschmack an, probieren wir es halt einmal aus. So, die Short Ribs haben Platz genommen. Es raucht schon ein wenig. Wir werden jetzt dann ein paar so Mesquite Chips nachlegen, die sind von Weber. Und werden das ordentlich räuchern. Das haben wir jetzt eine Stunde circa lassen und dann werden wir zum Moppen beginnen.
Bis dann. Nach einer Stunde bei 120 Grad schaut das so aus, also dass man sieht, das Fleisch hat sich schon zurückgezogen. Und jetzt hören wir da Moppen mit der Memphis Mopsauce, gell, von Folge 108. Wenn wir das Ding da hinstreichen, damit es uns nicht austrocknen. Und ein Duft auch, herrlich, sage ich euch. So. Gut, dann machen wir den Deckel wieder zu, wie ihr hört. Habe ich heute wieder den Guru in Verwendung. Eins muss ich noch dazu sagen, wegen Temperaturen und so. Ich habe am Anfang auch Probleme gehabt mit dem Barbecue. Wichtig ist, dass er nicht da am Rand ist, da ist immer heißer. Hier, als hier in der Mitte drin. Also da ist das beste Ding. Da arbeitet er exakt mit dem Deckelthermometer und funktioniert wunderbar. Ja, wir sind am Ziel angelangt. Schaut euch das an. Nach gute 2 Stunden im Smoker und 3-mal kassieren, schaut unser Ripperl so aus. Herrlich, ein Duftal hat das, ein Hammer. So, wir werden jetzt einmal anschneiden und verkosten. Da ist unser Ripperl, ne? Und wir werden das jetzt einmal anschneiden. Ja, schaut euch das an. Ein Träumchen, da schaut's her. Herrlich einfach. Jetzt werden wir mal kosten. Ob das auch so schmeckt. Butter, zart. Also wirklich, ich habe das schon einmal gemacht mit 48 Stunden so wie. Braucht man gar nicht. Genügt die 15 Stunden auch. Und die 2,5 Stunden Smoker, man sieht da einen ganz leichten Rauchring. Der Mesquite-Geschmack ist dezent, schmeckt nicht vor, genau wie er gehört. Mit der Memphis Mopsauce, ein Hammer, sage ich. Ist ein günstiges Essen einmal. Geht recht, also schnell geht's nicht, dauert seine Zeit, aber einfach. Selber gemischt herab, selber gemachte Soße und das passt so. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder schreibt mir einen Kommentar. Abonniert sie da oben irgendwo meinen Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Ich sage euch nur mehr, tschüss, Papa, und viel Dank, bis zum nächsten Mal.